So, Evils, was geht ab bei euch und willkommen zu einer kleinen Folge. Ich habe gerade eben Frosch gefrühstückt und deswegen habe ich jetzt einfach mal meine Stimme mal ein bisschen verstellt. Ich hoffe, ihr findet es geil. Nee, keine Ahnung, ich weiß echt, mit meiner Stimme gerade los ist. Na, aber wie gesagt, der Frosch, der natzt mich ein bisschen. Und Leon, der geht mir mit. Oh, Scheiße. Alter, was geht denn mit Leon ab? Achso, alles klar. Okay, Freunde, wir zocken hier eine kleine Runde. Rock to Plastic 5. Und da kommt der Gang schon. Das ist dein Ernst? Ja. So einen Scheiß machen wir gar nicht erst, ne? Da helfe ich auch gar nicht erst. Ich muss weiterziehen. Nee, auf jeden Fall unser Wayne fehlt auf der Botlane. Finde ich nicht so witzig. Dafür werde ich sie gleich mal reingehen. Und der Poke läuft auf jeden Fall schon ganz gut. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie hier mit Tränken gestartet hat. Bin ich noch nicht so ganz bei der Sache. Ich versuche mal ganz schnell den Frosch jetzt hier wegzumachen, aber er will einfach nicht weggehen. Schönen guten Tag. Nein, er ist immer noch da. Was ist das, Leute? Können wir nicht erzählen. Nun ja, ist meine neue Stimme, müsst ihr euch dran gewöhnen. Weil ich geupgradet. Was für ein hübsches Wort. Ja, Leute. Man-Mode. Man-Mode nenne ich das einfach mal. Good job, good job, good job. Ja, das war nicht schlecht. Ja, boah, geil, Mann. Freunde, Wayne kommt back to the game. Und ich stehe erstmal mit einem fetten 1-0 auf der Lane. So soll das sein. Bro. 5000 Tränke. Tugend ist Luxus. Nee, doch nur 4. So, das ist auch schon mal ein ganz schöner Start. Den lassen wir erstmal so. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Ne? Und das Ganze sieht doch jetzt schon mal gut aus. Das heißt, Kay haben wir schon mal schön zurückgedrängt. Ich habe irgendwas gekauft. Also ich habe eine 2 Dorans Klinge gekauft. Wie soll ich eine Dorans Klinge gekauft? Ich bin eigentlich eine Null bei der Sache. Wahrscheinlich wegen meiner witzigen Stimme. Nee, aber mal die ernst, wie soll ich eine Sache. Oh shit. Oh shit. Nochmal vierte, wo geht denn jetzt Kay hin? Ach, da ist Kay wieder. Sind wir in Rank, Leute? Müssen wir ein bisschen anstrengen. Ich hab hier mein Lieblingschampion bekommen. Ich bin. Ich dachte eigentlich, Kay natzt mich, aber nein. Verbündeter wurde getötet. Meine Ehre hat sich vor langer Zeit verabschiedet. So. Oh, endlich kommt da auch mal der Poke rein. Den fahrt ihr auch schon länger. Sind wir gerade im Jungle, die Krüppel? Mundo, okay. Achtung, Q incoming. Muss er durchlaufen. Mein Gott, das läuft ja mal wieder gar nicht. 26 CS für mich. 21 für Kay. Hat sie erstmal wunderschön dann durchgekauft. Y Wayne, nice feed. Edged. Was heißt das? Weiß ich nicht. Nice feed, Wayne feedet mit 0-1 rein. Botlane hat jetzt Jinx 3-0. Das ist schon mal schön gefeedet. Ich werde Freunde, macht nichts. Wer ich bin. Solange uns Evelyn noch nicht gestorben ist. Doch, ist sie auch schon okay. Dann macht das was. Jetzt meint sie erstmal wieder mit die Gang zu kommen. Ja, lieber ist keine gute Top-Lane. Ich kann helfen. Komm, Poke mit dem Q. Mann, das geht jetzt aber auf einmal, der will die Soundeffekte hier. Ja, Atom und Tanks Tower. Brauchen bitte keine Hilfe, geh weg! Verschwende schnell! Die Horde ist gleich da. Komm jetzt, der Poke! Wo bleibt der Poke? Ein Wanderer ist nicht. Wo bleibt der Poke, Junge? Pff.
41, 31, okay. Ah, guck mal, ob wir gleich mal Jungle kommen. Mund und Jungle sagten wir, ne? Wahrscheinlich habt ihr sowieso ja das ist mit Level 6. Sie rennen. Level 6 kann ja deutlich besser flächen. Das gibt's ja wohl. Ne, gibt's keinen Blue. Oh shit. Braucht man einen Ward in den Blue. Ich will da richtig abgehen und den. Noch sieh dich vor. Wo ich hier bin. Man gibt's ja nicht da den Blue Buff, der müsste jetzt gerade respawnen. Und er baut den, denke ich nicht. Kann, wir können es auf jeden Fall gleich mal versuchen, dass wir den kriegen. Kann natürlich auch gut sein, dass wir da drauf gehen. Man sagt immer so schön, im Nachhinein ist man schlauer. Der Weg in die Gosse ist kürzer als du denkst. Oh, wie macht er nämlich Damage? Neue so richtig, was da los ist. Vergangenheit einfach voraus. Rein ulten können wir noch nicht, denn Kayle hat natürlich auch ihre Counter-Ulti mit Lemini. Womit sie kurz vor Damage geschützt ist. Hätte da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen müssen. Oh, niemand weiß, was machen wird. Nein, da fällt nicht mein Q. Gibt's doch nicht. Sonst hätte ich sie abhalten können vom Port. Wollen wir ja gleich sein. Ich push dafür. 1300 Gold, ich geh back. So. Ich denke das gar nicht, dachte, es kommt Mund oder wirklich. Nein, Mund ist doppelt. Evelyn ist low, portet sie erstmal da an der Stelle zurück. Shyvana geht deep. Oh, da sieht sie den Mundo. Macht aber nichts weiteres. Ich kaufe mir jetzt meinen ersten Crit. Meine Ehre hat sich vor langer und auf jeden Fall nochmal einen Reward. Ja. Und dann, ja, keine Ahnung. Rufe ich mal ein bisschen so langsam Richtung deren Blue Buff. Damit Kayle den nicht bekommt. Ich will, dass Kayle den da richtig dran auseinandergenommen wird, wenn sie den versucht. Mit Mundos Hilfe. Sind Blätter nur zum und möchte dann so richtig daran rapen. Richtig auf die Fresse geben. Da. So, das ist meine Vorstellung. Das Umsetzen ist natürlich was anderes. Dodge, baby. Practice Dodge. Ja, das ist nur. Vielleicht halt mal ausnahmsweise. Wie viel für Damage gegeben? Keine Ahnung, fallen nicht witzig. Bevor es hier eine enge Nummer wird. Ein Gegner wird zum Berg. Bevor es hier auch eine Nummer wird mit uns beiden. Weil ich finde Kay auch recht stark, muss ich ehrlich sagen. So, wie ist es auf der Botlane? Kann man noch ein bisschen was ganken? Oh mein Gott, fuck. Leute, fuck. Alles klar? Ja, okay. Ich folge diesem Tag. Jetzt wird nicht gestorben. Auf jeden Fall Gott an dieser Stelle. Oh shit. Na, ich hätte mein Q machen können. Hätte ich ulten können. Oh no. Oh no. Ich muss weiterziehen. Ja, lauf da weiter, danke. Nein, fuck! Ulti. Wow, geil! Geht ab und ab. Welcher Pfad führt mich nach Hause? Ja, Mund ist weg, irgendwie, keine Ahnung. Wow, krank, echt. Ich wusste nicht, dass ein Ignite über die Ulti hinausgeht, ich dachte. Dann kann man das einfach ganz entspannt countern. Habe falsch gedacht. 500 Gold gab mir den Kill. Auf jeden Fall richtig ordentlich. Knügel. Gefunden. Helft dir beim Suchen. Richtig Schotter, Freunde. Time for my ult. Hatten wir noch gar nicht so richtig im Einsatz hier heute. Da ist dieser stinkende Mund. Geh mal her. Komm doch her, du Puppy. Ja, okay, Static können wir kaufen. Das heißt, wir gehen wieder back. Schnell back. Weil die Lane ist komplett reingetrieben jetzt. Ja, okay, was heißt komplett? In der Mitte fighten sich jetzt. Aber ich sollte ungefähr pünktlich wieder da sein. Bevor ich SCS an unserem Tor verliere. Jetzt verkaufen wir sogar unseren Ward mehr. Ausnahmsweise, damit wir hier noch die Boots bekommen. Gut. Kayle 53 CS. Ich habe 77, 201, 02. Habe ich sie gut runtergeballert. Also, nämlich auch ein Premade hier sehe ich gerade, glaube ich. Hier Kayle und Trash.
Ja. Fuck, Mann. Entschuldigung. So. Ich bin im Stimmbruch. Das ist es. Stimmbruch kennt jeder von euch. Bitte mobbt mich deswegen nicht. Oh, wie ich es wusste. Amazing, guys. Amazing. Komm, wir Botlane. Sieht aus. Shyvana down. Gut. Trash verpitzt sich so ein bisschen nach hinten. Nicht gut. Kann man jetzt gehen oder nicht? Ja. Scheiße. Jawohl. Ah, fuck. Ja, okay, Kay kam noch dazu. Das war auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Aber wir haben schon wieder die Jinx getötet. Das heißt, wir haben da schon wieder ordentlich Cash drauf bekommen. Und die Jinx darf auf keinen Fall, glaube ich, stark werden. Oh, Mundo mit. Oh, Kay ist natürlich böse gegen die Evelyn. Versucht noch ein bisschen zu essen. Aber mein Team ist ziemlich schlecht, muss ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Kein Spaß, aber war wirklich nicht so toll von ihr. Ich meine, wieso fightet man als Evelyn gegen so einen tanky Mundo? Verstehe ich jetzt. Okay. Diese Klinge wird nie leichter. Muss ich vielleicht nicht verstehen. Sollten wir vielleicht hier mal den Blue Buff hier mal abfahren. Die Evelyn. Wenn der schon respawned ist, das ist auf jeden Fall eine nette Sache, ne? Ja, Wayne hat 0-3. Gar kein CS. Ich weiß nicht, wie man so wenig Farm haben kann. Das frage ich mich gerade wirklich so ein bisschen. Ein Schwert ist keine gute Sache. Ich biete dir den einfachen Ausweg. Okay, Mundo campt dann die ganze Zeit auf der Top. Ich warte unten mal in Q. Und so, Tower, tut mir, wir brauchen auf jeden Fall Objectives bei so einem Team. Nichts Ernstes. Nur der Turm. Ein Team hat einen Turm zerstört. Ein Gegner wurde getötet. Niemand weiß, der Gegner hat einen Turm zerstört. Hätte schon wieder fast reingehen können. Mich schreckt nur diese Ulti halt jedes Mal extrem ab, muss ich sagen. Ein absoluter Abturner für mich. Schlaf ist für die schuldlos. Habe ich da nicht so gern Fight. Jetzt gehe ich ziemlich lowlife runter. Auf die Jinx. Das kriegen wir nicht. Okay. Dann gehe ich hier, hol mir jetzt einen Red Buff. Das lebt notwendig für mich. Nicht an, was ich beenden werde. Euer Team hat einen Turm. Gut, reicht auch erstmal wieder. Dann haben wir ein bisschen hier Damage gemacht und in der Mitte ein bisschen aufgemuckt. So, was machen wir? Groupen jetzt für links. Sieht fast so aus. Auf uns Bootsende und Crit. Ich muss weiterziehen. Ja, ist natürlich dumm. Konnten wir nicht contesten. Ich musste zwingend weg. Ich bin zu low. Ich meine, ich bin Jazoo. Ich bin sau squishy. Kann ich nichts machen. Da musste ich zwingend weg. Drake geht an die. Mal gucken, wie so unser Toplane aussieht. 1-1-1 ist okay. Dr. Mundo. Ah, nein, das ist ja gar nicht Toplane. Irene 1-1. Der Weg okay. In die Gosse ist kürzer als du denkst. Oder was da kaputt? Danke für die 20 Gold. Vergangenheit ein. Ist in meiner Zeit der Pubertät sehr wichtig. Gut fürs Ego. Immer wichtig. Ich werde nicht vergessen, wer ich bin. Ja, es ist top, okay. Mhm. Das heißt, ich kann auch nicht weiter pushen. Schade, scheiße. Deswegen muss ich dann hier. Folge dem Wind, doch sieh dich vor.
Ahnung, wir versuchen es einfach mal. Geht einfach mal da rein. Haben sie ein Wort drin? Ehre ist im Herzen. Na gut. Das ist bad von dir, Nick. Ich allein entscheide über mein Schicksal. Ja, ich bin hier draußen. Ist okay. War scheiße eigentlich von mir. Das war gut. Geh nochmal rein. Ich geh wieder raus. Komm, gut, Nick. So, gut. Pack jetzt geholt. Jetzt holen wir uns den Tower. Sehr gut. Tower down. Ups. Ich muss auf jeden Fall wieder zurück. Wir gehen ja ein bisschen. Enrage haben wir hier. Aufpassen. Ne, aber hier ist gewartet. Eigentlich da ist gewartet. Sie ist da. Eigentlich kann nichts passieren. Was ist denn Jinx? Oh, die schießt mich jetzt hier ab, weil die da gewartet ist. Kann natürlich alles passieren. Passiert aber zum Glück nicht. So. Genug Leben, es reicht, müssen wir weiter. Sieht auf jeden Fall gut aus, wieder bei mir. Wird schon ganz gut gefeedet. Leona 025. Wie sieht es mit Wayne aus? Kriegt es auch langsam Kills? Hat zumindest schon mal ein Item bekommen. Jinx hat ungefähr fast dreimal. Ne, sie hat dreimal so viel Farm. Das ist traurig, ist echt traurig. Nee, ist das traurig. Sind Blätter nur zum Fallen geschaffen? Mein Gott, ey, was ist das traurig? Meine Ehre hat sich vor langer Zeit. Mir ging mein Rücken. Stell dich dem Wind! Was war denn da los? Brauche Hilfe. Sterben ist der leichteste. Oh, fuck. Boah, dieser Hook, dass ich mich der trifft. Dachte ich jetzt nicht. Nein. Da war ich vielleicht ein bisschen zu deep im Jungle aktiv. Aber wir wären eigentlich fast geil hinterhergekommen. Ich glaube, hatten die geflasht. Ich habe nur Trash mit ihrem Solari da so schnell aktiv. Midlane Tower geht sicherlich wahrscheinlich down. 12-10, da sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Aber, ja, es geht, ne? Kriegen wir natürlich noch ein paar Objekte. Der schöne Ulti da rein. Bam, macht das. Boom. Sehr schön. Von Evelyn auf jeden Fall gezockt. Also, wir haben EFG gesehen. Auch schön die Ulti da alles reingeballert. Sehr gut gemacht. Trash hat den Ulti bekommen. Finde ich eigentlich ziemlich useless. Aber wahrscheinlich einfach nur, wenn er nicht down geht. Dafür wird aber jetzt wahrscheinlich. Oh, da kommt noch schön von Leona. Und Kay geht auf jeden Fall auch nochmal drauf. Leona kriegt jetzt ja den Man-Mode. Aber nein, gegen Mundo, denke ich, wird das nichts. Oder kommt gleich wahrscheinlich der Hook von. Ja, da kommt der Hook. Und da kommt nochmal ein Beil. Trifft aber nicht. Okay, sehr gut. Und war aber auf jeden Fall gut gemacht, gut gedefft von unserem Team. Ja, dieser Tower. Oh nein, gibt's nicht. Okay. Zack. Und, okay, verdammt. Gut, dann wollen wir da gleich weiter. Oh, was ist denn da los? Niemand weiß. Geht die Shiwana noch deep rein. Sehr geil. Red Buff ist ab, das habe ich gehofft. Hoffnung ist in Erfüllung gegangen. Wir müssen weiter fahren. Wir brauchen unsere Blade of Dream King. Wir brauchen unsere Inflict of Shreddy. Haben wir noch fast, oder? Ne, wissen wir es wieder noch. Okay. Auch so eine ganz komische Situation, dass die Spitzhacke noch fehlt und das Items End ausgebaut. Das kenne ich eigentlich auch gar nicht. Genau, ja, jetzt geht wieder so tief. Na, ich geh weg. Ein Wanderer ist nicht. Gar kein Nerv drauf, Boys. Kann ich mich hier mal noch ein bisschen hochfahren? Ja, hier ist ein bisschen Jungle noch. In der Mitte vielleicht auch. Welcher Pfad führt mich nach? Sehr gut.
Der Weg in die Gosse ist. Ja, ein typischer Lockup. So, was ich nie mache, ist mir schon mal aufgefallen mit Jasu. Noch nie EQ. Also, dass ich mit dem Q dann das Knock-up bin. Sie rennen stets in meine Klinge. Weil man da ja eigentlich einen sicheren Knock-up mit hat, aber egal. Gut, dann waschen wir den jetzt nochmal ganz schnell mit unserem Damage. Sollte eigentlich fit gehen. Ich folge diesem Pfad bis zum Ende. Wenn wir genug Damage haben. Ja, das war auch gut. Schön da nochmal auf Mundo. Exhaust ist drauf. Sollten wir da so deep gehen? Ja, sollte. Aber. Pretty nice, good job, boys. Pretty nice. Weil beide Creeps, nein, hier oben nur ein. Gut, wir gehen weg, glaube ich. Ja, hier oben sterben wir alle wieder, das wollen wir nicht sehen. Ja, okay, den Hammer kriegen wir noch. Was für ein hübsches Wort. Weh, ich sterbe jetzt deswegen, aber nein. Tue ich nicht, ja gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall weg. Wir haben noch richtig viel Mann. Nein, nicht. So ein paar Wölfe erhöhen auch nicht unser Geld. Goldeinkommen auch nicht. So, jetzt natürlich die Frage, was kaufen wir als nächstes? Ich bin ja irgendwie stark hierfür. Brauche ein bisschen leichter. Dafür auch noch so einen kleinen Slow, das ist auch ein schönes. Red Buff ist nicht ab, den können wir mir sonst wieder klauen. Die haben zwar 374er Farben. Haben wir den DK auch weit abgehängt auf jeden Fall. Kauft auch ein bisschen, ja okay, sie kauft natürlich jetzt erstmal gegen mich was. Ansonsten sehe ich auch schon ein bisschen Armor hier im Team, aber nicht allzu viel. Okay, soweit. I keep pushing top, just all go mid or bot, okay. Niemand das weiß, auf jeden Fall auch schon gut. Ich denke, wir haben jetzt mal einen guten Crit-Catch. Also, ich glaube, da haben wir die 100% Crit jetzt. Sag mal, was habe ich mit dir und Boots? Kennst du das? Schon mal gehört? Diese Geschichte ist doch nichts. Ein paar Sneakers. Nein, hat er mich da durchgeschickt. Nein, das war scheiße, das war richtig bad. Oh fuck, das war peinlich, peinlich. Ich hätte mich eigentlich da am Anfang da schon treffen müssen, oder wenn nicht, dann war es das auch. Ja, das war auf jeden Fall kacke. Aber ein bisschen greedy von Leona, dass wir einfach da so krass gepusht haben. Hätten wir vielleicht auch nicht machen sollen. Ich weiß auch nicht, warum sie 7 Wards dabei hat, wenn sie eigentlich das Ward drin hat, wie sie hat eine extra Wards dabei. Fragt mich nicht, Freunde. Wayne. Ja, da waren sie auch alle da, ne? Die haben natürlich volle abgehabt. Aber die Jinx, die müssen wir. Ah, die ist gar nicht so krass gefühlt. Da braucht das stärkste Gegner-Team. Also werde ich mir auf jeden Fall immer noch weiterhin um sie kümmern. Dass sie auch gut geht, ne, Freunde? Machen wir. So. Dann rücken wir wieder schnell auf. Dr. Mundo ist natürlich jetzt auch hier noch recht behind. Das ist aber auch der Junker. Weil der könnte mich halt noch ziemlich nerven. Aber eigentlich bin ich mit meinem Items, die ich jetzt habe, ziemlich überlegen, weshalb ich eigentlich denke, ich jetzt auch ein Teamfight, wenn ich nicht zu krass gefokust werde, gut aufrollen kann. Wir brauchen natürlich dann ein bisschen CC aus unserem Team noch dabei, Leona. Aber das sollte schon werden. Pfad führt mich nach Hause. So, natürlich auf mir kein Flash mehr, das finde ich recht doof. Ich kann auch meine Spells aufladen. Der Weg in die Gosse ist kürzer, als du denkst. So, doch mal reinpushen. Auch knapp. Ja.
Herr Tamako. Ey, das gibt's doch nicht. Guys. Triple Kill Kale. Seven Awards on our side. Ja, okay, wir müssen uns echt ein bisschen hier anstrengen. Also, was echt kacke war, dass ich den ganzen Tower da getankt habe, also muss ich wieder raus. Ansonsten, ich muss da mal irgendwie, keine Ahnung, mein Q, da muss mal richtig rasiert werden. Man muss einfach mal mit der Ulti rein. You were killing Mundo Wayne. Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten, weil jetzt steht schon wieder 18-18 und das sieht schon wieder leicht nach dem Flow aus, aber ich denke mal, verkacken tun wir es nicht. Folge dem Wind. So. Wenn Wayne da jetzt nicht direkt hinläuft, dann werde ich mir den auf jeden Fall klauen. Oh, why not? Okay, never again. Shoot Mundo. Ich folge diesem Pfad zum Hämmer. Schwert ist keine gute Begleitung. What? Baron ist gone. Die haben den gemacht. Was ist denn los mit Jinx da? Sind Blätter nur geht's zum Fallen geschaffen? Eine Klinge, eins. Ja, das hat jetzt nichts mit AFK, die war nicht AFK. War nur ein bisschen vielleicht out of position. Dieses Positioning hat er vielleicht nicht. Ich bin da immer alleine drin, das macht mich nicht. Das ist ja kein Team mit drin. Wir holen jetzt hier einen Treffen nach dem anderen rein. Das geht nicht so, Freunde. Wir machen es am Anfang mal ganz gut, aber dann kommt Missplays. Missplays müssen wir verhindern. Da können wir nicht arbeiten. Guck mal, Gott gleich auf einmal. Die hatten wir bald Wiste voll auf, wie wir die hatten. Die hatten wir auf 4-4. Und jetzt holst du vor allem mit Farm auf. Wir haben auch nichts mehr gefarmt bekommen. Die letzten 5 Minuten. Wir müssen die letzten 5 Minuten anscheißen. Das ist aber mal ganz drastisch jetzt hier auf dem Tisch. Mit den Klöten. Da müssen wir mal ein bisschen, ne? So. Wir machen jetzt erstmal jetzt hier. Mal kaufen. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Dann kaufen wir noch ein Cutboard. So, und das lassen wir uns jetzt nicht anreißen. Okay, es hat extrem mehr Probleme. So. Kein Heilmittel für Narren. Haben wir aber Baron Buff, ne? Also. Oh, netter Wave Clear, würde ich sagen. So ist das ja nicht. Niemand weiß, ob er aufwachen wird. Vielleicht gehen wir erstmal Warden vielleicht. Wir sind auch kurz vor Level 16. Da kommen sie schon wieder alle. Meine Ehre hat sich vor langer Zeit verabschiedet. Da kommen die ganzen Stricher schon wieder. Shimana klärt doch. Tut sie nicht, dann mach ich doch. Jetzt will sie doch hier klären. Hier, der ist weg. Ich bin schneller. Diese Klinge wird nie leichter. Ja, scheiße. Oh, fast killt. Oh, okay, dann wird wieder gefightet. Mono geht rein. Ist kein Mono, ist nur Reha. Sorry, Freunde. Er blendet jeder ziemlich low. Er kommt auf kein Damage mehr. Oh, da muss geinstalt werden. Ich will it. Oder auch nur gesonjert. Nee, mir ist mir egal. Auf jeden Fall war es Hourglass aktiv. Der Weg in die Gosse ist. Und da war es sozusagen schön rausgecatcht. Aber da kam einfach kein Damage mehr von Evelyn. Dann bricht die Ulti. Hier rein. Kann ich weiter machen? Flash war umsonst, Blade auf 500.000. Schon wieder ein bisschen zu viel. Freunde, wir sind jetzt hier. Schön, die Banner geht nochmal rein. Ich ziehe jetzt hinterher.
finde ich sehr gut. Am besten Fokus ist noch Trash über den Support. War wohl noch ein AD Carry drin, der ein bisschen squishy war. Triple Kill für Mundo. Mein lieber Scholli, Freunde. Mein lieber Scholli. So, was kaufen wir uns jetzt? Ich würde sagen, Angel, oder? Nachher noch ein bisschen nach Worten. Irgendwas mal, was ein bisschen tanken macht. Ich dachte schon, unser Blade of Room ging aber ein bisschen zu stain, ne? Den Fights, also brauchen einfach, der Damage ist immer so krass auf mich gelenkt. Und Kayle ultet halt immer sich selbst. Deswegen kann ich sie nicht mal richtig runterschalten. Das stört. Enorm. Das stört, Freunde. Das stört. So, respawn, please. Ein Wanderer ist nicht. Eigentlich sieht es ja ganz gut immer von den Objectives aus, aber in den letzten Minuten haben wir da auch ein bisschen gefroht. Ja, vielleicht lässt er jetzt alles auf meine Pubertät zurückführen. Mein neu erkannter Stimmbruch. Folge dem Wind. Ja. Ich kann jetzt noch ein paar Cockwitze abziehen. Ich kann den Rack spielen, aber den Bild ist vielleicht nicht mal drin. Ne, lass ihn heute mal eingepackt. Ja, gut. Evelyn ist schon wieder tot, das heißt, wir können eigentlich nicht groß was machen. Außer mal hier. Ich folge diesem Pfad bis zum Ende. Schön. Die macht mich ganz. Ganz horny. Was macht Evelyn da schon wieder? Die Skibahne geht auch schon wieder. Evelyn ist auch tot. Ich werde nicht vergessen, wer ich bin. Ich möchte wissen, was da los ist. So, Baron sollte es auch schon befreien. Ist keine gute Begleitung. Sehr stark, eine ganz schnelle. Voll cool. Ja, am besten haben wir auch nochmal rein. Da springe ich ganz schnell mit rein. Ja. Ich allein entscheide über mein Schicksal. Ehre ist im Herzen. Das war eng. Finde ich mir das mal. Geschichte ist doch nicht zu Ende. Diese Schilde, ey. Ich weiß nicht, was. Okay, Fokus. Triple Kill. An einem Ort. Fine, Boys, fine. Alter, was war das für eine Runde? Die haben das fast gefinished. Die haben gerade fast gefinished. GA müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal kaufen. Wir müssen halt irgendwas machen. Baron, oder? Pushen? Ja, pushen, komm, pushen wir. Ich werde nicht ehrlos sterben. Ja, das war gerade ein bisschen enger, würde ich sagen. Kaputt da. So, weg. Weg, 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 weg. Jetzt wollte ich noch Baron machen. Das ist keine gute Idee. Niemand weiß, ob er aufwacht. Ja, die wollen gleich Baron machen. Oh, oh, Leute, Contesten. Gerechtigkeit. Was für ein hübsches Wort. Nein, 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 wir können nicht durch. Ich wollte diesen Pfad bis zum Ende. Hauptsache, unser Wayne hat den Break gemacht. Das finde ich geil.
Diese Ulti jetzt, das ist richtig geil. Alter, das kommt halt nicht. Starke Aktion hier wieder, starke Plays. Starke Plays, Boys, ganz starke Plays. Gegnerische Doppeltötung. So, dann müssen wir jetzt hier den DJ kaufen. Jetzt wird hier. Ich muss rasiert werden, weil wir haben nicht viel Zeit. Diese Klinge wird nie leichter. Ah, da poppt der GA, Freunde. Oh mein Gott, Leute. Jetzt erstmal meine Sackhaare rasieren, die mir jetzt frisch gewachsen sind, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Alle Kiddies da draußen. Ciao.